Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, zu einem neuen Format aus der Clash-Welt. Nein, ist natürlich kein neues Format, aber wir haben ja unheimlich viel, also ich vor allen Dingen, habe unheimlich viel Clash of Clans gesehen, gespielt, gelebt. Also ist ganz, ganz unterschiedlich. Und auch wie die Stimmungen hier schwanken können. Ja, du hast mal eine super Stimmung hier, Alter, läuft alles, CK ist alles cool, CWL, es geht sich ja im Moment alles um die CWL. Und dann nächsten Tag, so richtig runter, ja, ihr wisst schon, so von 100 auf 15, so ungefähr. So hat es uns leider hier auch so ein bisschen runtergezogen, was nicht so schlimm ist. Hier überwiegt immer noch der Spielspaß. Und wir sind auch hier im Moment bei den Soßen. Ich springe nachher auch mal auf die anderen Accounts drauf, denn ich habe ja so ein bisschen Round the World hier Clash of Clans gespielt, also in verschiedenen Clans. Und wir haben hier, oder wir sind hier, oder wir haben, ja, wir haben 29-30 verloren. Selbstgemachtes Ding. Mal wieder, ich bin auch daran beteiligt, denn im Vorkrieg habe ich noch 3 Sterne hier auf die Nummer 1 gemacht. Das habt ihr vielleicht im Livestream gesehen. Wenn nicht, muss halt ein bisschen spulen. In den letzten Livestream, der ist ja doch noch online gekommen. Und im nächsten CK, ja, da sieht das schon wieder ganz anders aus. Ne? Da sah das ganz, ganz anders aus. Da haben wir zwar auch gut mit dem Dreier begonnen. Ich glaube, das haben wir auch noch gesehen. Aber dann kamen sie mal wieder. Dann kamen sie mal wieder, diese verflixten Einsterner. Frankie mit einem. Und ihr wisst, alle die ich jetzt eigentlich hier so, die ihr so seht, die haben alle schon mal 3 Sterne geholt. Aber natürlich nicht auf Dauer. Ja, also Frankie mit dem Einstern. Der Thorsten hier mit dem Einstern. Der Abt, glaube ich, auch. Wo ist denn der Abt? Der Abt war gar nicht mit dabei. Doch, der Abt war doch auch der Abt mit dem Einstern. Also dreimal Einstern, einmal 3 Sterne. Den Rest 2 Sterne hat halt nicht gereicht. Der Gegner hat einfach mal, ja, einfach mal 15-2er hingelegt. Ich meine, es ist eigentlich auch nicht schwer. Ich habe immer so ein bisschen Itz im Kopf. Nimm Elektrodrachen mit Loons und deinen Helden und es werden immer 2 Sterne. Ich glaube, man sollte es echt machen. Ich glaube, man sollte es echt machen. Ah, das ärgert. Ihr seht das hier. 15 mal 2 Sterne, 10 mal 2, 2 mal 3 haben wir sogar gemacht. Dafür haben wir 3 mal 1 gemacht. Ja, tolle Wurst. 3 mal, ach so, wo haben wir denn eigentlich den zweiten Zweier gemacht? Weiß ich gar nicht. Der Chuck hier hat einen Zweier gemacht. Wer hat denn hier noch unseren zweiten Dreier reingefahren? Ist mir das denn so entgangen? 2 Sterne, ich habe 2 Sterne kassiert, das ist gut. Das ist in Ordnung. Und aber hier seht ihr das, da ist der 1 Stern und wo ist denn der 3 Stern? Ach, hier ist der 3 Stern von Chuck. Entschuldigt bitte, da ist er. Ich glaube, den hat man nicht mehr drin. Da war der Livestream leider schon offline. Der Livestream ist auch kurzfristig, also eigentlich ist der Livestream am Samstag kurz mal ausgegangen, obwohl ich eigentlich schon am Ende war. Also wir waren ja schon so in den letzten 2-3 Zügen und allerdings nicht, wie viele vermutet haben, dass man mir das Kabel gezogen hat. Ich habe das vorher mit meinen Pflegern abgesprochen, sondern tatsächlich mein DSL-Router hat resettet, beziehungsweise dort war die Leitung kurz mal weg und der hat mal ein bisschen länger gedauert, um das Ganze zu synchronisieren. Und bis ich dann wieder alle Geräte hier am Start habe, wo dann auch die Bots ein bisschen gezickt haben, die haben nämlich nicht automatisch reconnected und so weiter, hat das halt eine Sekunde gedauert. Ich habe den Livestream, also den zweiten Teil des Livestreams, habe ich einfach mal rausgenommen, das habe ich gelöscht. Auch wenn da waren ein paar Views drauf, da waren auch ein paar Likes drauf, aber auf die 5 Minuten, glaube ich, kommt es dann auch nicht an. Aber ich denke mal, war wieder ein cooler, gelungener Abend. Es war ja viel Clash an dem Wochenende schon. Und ich hatte da auch erst Sorge, dass ich überhaupt online kommen konnte. Denn wer das im Community-Tab gesehen hat, es war schuld eine Bosch Vario Perfect Max 7, denn unsere Waschmaschine hat ein bisschen den Geist aufgegeben, beziehungsweise ich kann nicht genau sagen, ob sie jetzt wieder läuft, also sie läuft, aber sie läuft auch nicht. So muss ich das eigentlich sagen, denn die verhält sich ganz, ganz komisch, auch was die Elektronik angeht. Also die Laugenpumpe hört sich komisch an, da dort ein Teil flattert, aber nicht an der Pumpe. Und aber die pumpt ganz normal ab, aber es gibt irgendwie, habe ich das Gefühl, dass es ein Problem in den Programmen gibt, denn in manchen Programmen, da bleibt er bei einer Minute stehen und rödelt die ganze Zeit weiter und springt nicht weiter. Ich hört sich jetzt an wie der Hausmann. Und die Maschine geht einfach nicht auf Spülen und Schleudern. Ja, mal sehen. Vielleicht geht es das ja doch. Vielleicht, da bin ich nur zu ungeduldig. Denn wenn du darauf wartest und davor stehst, dann kann so eine Minute auch mal lang werden. Aber ich glaube, dort sind die Programme irgendwie buggy. Aber sei es drum. Deswegen war ich auch ein bisschen später. Und
will aber gleich mal auf die anderen Accounts springen, auf die ich auch mit im Klarkrieg war, nämlich mit dem Rathaus, ja, mit dem frischen Rathaus Szener, war ich auch schon mit dabei, ich war auch schon ein bisschen aktiv, keine Frage, aber so ein bisschen, es war auch ein bisschen Unmut drin, muss ich sagen, aber es heißt Unmut, also so ein bisschen so, Mist, wo bist denn hier gelandet? Ich bin ja im Livestream am letzten Samstag in diesen Clans gelandet, wusste gar nicht, auf was ich mich eigentlich einlasse und manchmal ist natürlich das dabei, wo du eigentlich am wenigsten mit rechnest, dass es eigentlich irgendwie kacke wird. Ich spreche es genauso auf und dass ich mich so, ich habe mich noch nie in Clans oder in einem Clan so unwohl gefühlt. Ich weiß nicht, ob das an den Leuten da liegt. Ich meine, die kennen mich nicht, die stellen mich ja jetzt auch nicht überall vor. Hier, ich bin Thorsten, der tolle YouTuber und alles hört auf mein Kommando und ich mache immer 3 Sterne. Ist ja nicht so, aber wir springen mal auf den Donnerbengel und dann könnt ihr euch das. Und eigentlich, was wollte ich eigentlich sagen? Guckt euch das Dilemma an. Habe ich mal wieder zu früh die Aufnahme, beziehungsweise die Aufnahme-Stopp-Taste gedrückt. Und, ach so kann man reinscrollen. Okay, ich muss nur so ein bisschen so und so machen. Oh Mann, ey, alter Falter. Naja, sei es drum. Ich glaube, die Base hier war für mich in Ordnung, denke ich mal. Also jetzt von meinem Niveau her mit meinem Rathaus 10 hier. Also ein bisschen Karre, ein bisschen den Golem davor geschickt vor dem Multi-Inferno. Zweiten Inferno hatte der Kollege noch nicht. Und die Base war jetzt auch noch nicht so stark. Auch das, denke ich mal, gehört dazu. Aber er ist mein Gegenüber gewesen hier. Und ich glaube, den habe ich jetzt nicht so schlecht gemacht. Ich meine, okay, ich habe jetzt einen Machttrank genutzt, dass ich wenigstens die Max Schweinereiter habe. Denn die habe ich noch auf Level 5, ist es ja, auf Level 5, also auf dem Rathaus 9 Niveau. King ist noch auf 30, aber Queen ist schon auf 32. Unten kommen jetzt die Hoggies. Und so ein bisschen so ganz, ganz leicht Surgical gesetzt. Nicht so wirklich, ja, es geht so, es geht so. Es geht so. Mehr Masse statt Klasse. Aber ich denke, es war die richtige Wahl. Und ihr seht das schon, hier gibt es auch Level 12 Kanonen. Hier gibt es dann auch noch 9er. Die Magiertürme, gerade der Flächenschaden, ist natürlich jetzt nicht gerade so super stark gewesen. Der Sprung war nur für die Päckerdame. Only for Woman. Und so richtig war das nichts. Aber ich meine, es waren 3 Sterner. Und ich habe danach allerdings gebeten, dass man mich aus den Clankriegen hier rauslässt. Denn ich muss sagen, das tut mir ein bisschen leid für den, der mich hier eingeladen hat. Denn das ist eigentlich ein dufter Typ, denke ich mal. Ist auch in den Streams hier. Und dann weiß ich aber nicht, warum sich manche Leute mit solchen Leuten dann hier umgeben. Muss ich mal so sagen. Und auch keine Konsequenzen daraus ziehen. Aus gewissen Sachen. Ich musste mir hier dann nämlich in den nächsten Krieg so ein bisschen was anhören. Und da muss ich sagen, ich bin nicht schnell angepisst. Ich bin auch kritikfähig. Allerdings, wenn die Kritik dann irgendwie komisch ist, wo ich dann kein Einsehen habe, und das ist ja oft so, nicht weil ich so ein Sturkopf bin, sondern weil ich denke, was willst du jetzt von mir? Was willst du jetzt von mir? Ja, weil ich nämlich im zweiten Krieg einen Elfer angegriffen habe, ich habe einen Elfer angegriffen mit, wo noch kein Angriff drauf war. So muss ich sagen. Ich habe einen Elfer angegriffen, da war noch kein Angriff drauf und ich habe nur 1 Stern gemacht. Tut mir natürlich auch leid. Der zweite Stern war ganz, ganz knapp dran. Ja, der zweite Stern war ganz, ganz knapp dran. Das müsste hier im zweiten Krieg gewesen sein. Und wo habe ich das getan? Da. Auf die Nummer 10. Also der war, ich meine, es sind 50% ein Päckerschlag mehr. Und das Rathaus wäre hier gefallen. Kein Thema. Und da musste ich mir aber hier leider anhören. Das ist jetzt auch keine Kritik an diejenigen hier. So nach dem Motto, ey, wieso verschenkst du hier Sterne und greifst hier einen Elfer an, der ja viel zu hoch ist vom Kriegsgewicht. Ja, ich nur 149 und der 168 oder sowas. Ja, und ich nicht die 13 mache, ja. Ich meine, ihr habt euch selber hier gequält an der 13. Ihr seht es, habt immer gedacht, oh, Nummer 7 macht mal eben Nummer 13 im Fliegensprung. Ja, und auch ich hätte mich vielleicht bei der Nummer 13 dann gequält, um den dritten Stern rauszuholen. Also musste ich mir anhören, ey, wieso machst du nicht die 13? Da war schon ein Angriff drauf mit einem Stern. Mit einem Stern war da schon ein Angriff drauf. Sondern machst da oben die 10. Habe ich dann erklärt, wieso machst du mich so blöde an? Also das ist jetzt mal wieder der Agro-Toto, ich lasse Sterne liegen. Alter, da bin ich so ein bisschen, ich meine, ne, die Fahrradreifen, der Hals, der ist dann wieder richtig, richtig dick geworden. Mann, Mann, Mann. Da lasse ich mir von der Vize dann erzählen, ich hätte Sterne liegen lassen, wo die Vize hier nicht mal im ersten Clankrieg angegriffen haben. Hallo? Das sind Vize hier. Co-Leader. Und die sind immer noch da. Und von dem hier musste ich mir sagen lassen, ich lasse Sterne liegen. Alles klar, Kollege.
Mann, 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 ey, da war ich echt ein bisschen. Ich muss sagen, ich bin nicht oft stinkig. Ich bin eigentlich ein ganz verträglicher Kollege, auch wenn ich ab und zu mal ein bisschen rumpranke. Aber das ging mir dann doch schon so ein bisschen mal wieder gegen die Hutschnur, wo ich mir von jemandem sagen muss, der keinen Angriff gemacht hat im Ersten Krieg. Ich meine, wir haben den Ersten Krieg sogar gewonnen. Der Gegner war noch scheißer. Der Gegner war noch scheißer. Er hat einfach mal 5 Angriffe nicht gemacht. Also wenn schon scheiße, dann scheiße mit Schwung. Aber dennoch habe ich dann, entschuldigt, dennoch habe ich danach dann gedacht, nee, da hast du keinen Bock mehr drauf hier auf diese Truppe. Die sind auch ganz, ganz komisch hier. Da ist dann immer mal so einer alle 18 Stunden da, kann dir ein paar Truppen geben. Und na, stimmt natürlich nicht ganz, aber dennoch, und wenn ich dann auch Angriffe sehe, hier von dem verlorenen Krieg, ich meine, ich will es gar nicht großartig, oder war es im Ersten Krieg? Warte mal, war das im Ersten Krieg? Wenn ich dann sowas sehe, wie, ah nee, war doch im Zweiten, oder? War das jetzt doch im Zweiten oder war es hier schon im Dritten? Nee, ich glaube, das war hier. Ich glaube, das war in diesem hier. Ah, jetzt suche ich den. Ich suche den mal gerade raus. Ah, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Zeige euch den Angriff aber nicht. Ihr seht hier die Truppen, ihr seht das Rathaus. Da das Rathaus, also da, wo ich jetzt so hinzeige, da das Rathaus rechts unten, nur so ein bisschen verteidigt. Also da schafft ein Rathaus 9er. Ein Rathaus 9er, denke ich mal, kommt bis zum Rathaus. Der Inferno kommt da nicht ganz hin. Also irgendwie kommt da ein Rathaus 9er hin. Das ist ein Rathaus 10er. Das werden 33%. So viel zum Sterne liegen lassen, weil man von der anderen Seite angegriffen hat. Also man kam von hier hinten an, Alter, mit so einer Truppe auf den Dreisterner probieren. Leute, ey, was geht denn hier? Echt, ey. Ich reg mich auf, ich weiß. Ich will mich eigentlich gar nicht mehr so aufregen, aber das hat mich schon ziemlich abgefuckt. Das gleiche beim Donnerbengel auch. Da war es auch ganz komisch. Da sollte ich dann irgendwie so ganz unten die Bases machen. Da fehlen denen aber die Zehner. Ich glaube, ich lasse es einfach. Ich lasse es einfach. Und wisst ihr was? Ich springe einfach um den Elfer, mache mit euch da einen Live-Angriff. Ist mir viel, viel lieber. Okay, wir sind hier auf dem Tablet und haben jetzt mit dem Rathaus 11 hier noch anzugreifen. Ich bin mal wieder der oder das Letzte, ja. Vielleicht bin ich auch das Letzte. Aber ich habe hier noch eine Base zu machen. Wir sind 29 von 30. Der Clankrieg ist, glaube ich, gewonnen. 7 Minuten habe ich noch Zeit und im Livestream habe ich diese Base ja schon gezeigt. Ich hatte heute unheimlich, oder wir waren halt erstmal unterwegs. Dann habe ich alle Zeit der Welt, solche Angriffe hier zu machen. Und ich will jetzt aber mal sehen, dass ich, wie ich den eigentlich mache. Ich denke, wir nehmen hier den starken Adler mit, den Level 1 Adler, und wir nehmen den Inferno mit. Wir lassen die Helden hier jetzt mal Helden sein, hier unten. Da lasse ich mir was anderes für einfallen. Mal gucken, was funktioniert. Und wenn es jetzt nur ein Einsterner wird, dann wird es halt nur ein Einsterner. So ist das Leben nun mal. Aber ich möchte nicht die ganze Zeit, dass der Inferno da ballert. Deswegen habe ich gedacht, beziehungsweise der Adler da ballert. Deswegen habe ich gedacht, wir funneln von hier oben rein. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das eigentlich machen wollte. Wollten wir da bouncen? Ne, wir wollten da nicht bouncen. Der kann so ein bisschen dahin gehen. Und dann kann ich, glaube ich, hier meinen einen Loon hinschicken. Oh, der geht da schon rein. Okay, der geht da schon rein. Auch nicht schlecht. Der eine Loon müsste das eigentlich packen da. Da war schon mal eine Luftbombe. Und da war auch diese Kreiselfalle, also die Tornadofalle. Ah, das passt schon mal. Das passt schon mal. Dann können wir hier mit unserer Karre reingehen. Nicht da, sondern da oben. Okay. Die geht nach da. Wir schicken hier unsere Helden mit rein. Oh, die Helden rennen krumm. Ah, shit, shit, shit. Okay, die Queen geht. Okay, die Queen geht mit rein. Das reicht so. Das reicht so. Die Queen geht da mit rein. Das reicht. Und ich dachte eigentlich, wir nehmen ihn hier einmal in Frost rein. Das müsste so passen. Und ich habe hier einen Giftzauber dabei. Und ja, das müsste immer noch so reichen. Das müsste immer noch so reichen. Wir zünden die Queen nicht. Die macht in jedem Fall die Luftabwehr jetzt da weg. Na, macht sie die auch wirklich weg? Jawohl, die sind weg. Und ich habe die Queen jetzt noch am Leben. Oh, was? Ich habe ja ganz meinen Golem hier vergessen. Auch nicht schlecht. Dann gehe ich hier jetzt mal von der Seite ein bisschen rein. Und ich schicke hier mal meine Hawks rein. Ich schicke hier mal meine Hawks rein. Und die nehme ich mal mit in den rein hier. Dann haue ich hier jetzt meinen Elektrodrachen rein. So, hier hüppeln erstmal die Hawks. Die müssten, ich weiß nicht, ob die das Rathaus hier machen. Ich weiß nicht, ob die das Rathaus machen. Und ob, ah ja, okay, der Elektrodrachen packt das Rathaus da unten aber schon mal. Das ist ganz gut. Dann haben wir hier nochmal ein paar Hawks. Und einmal dadurch geheilt. Ja, das passt so. Wo ist mein Warden? Ach, der Warden ist da. Okay. Ich habe gerade meinen Worten so ein bisschen aus den Augen verloren. Chaosangriff hier. Wie so oft beim Toto. Aber ist nicht so schlimm. Denn wir haben noch ein paar Heilzauber.
Und ich hatte mal wieder verkannt, dass mein Killsquad ja so schön weit gehen kann. Okay, da müssen wir hier nochmal frosten, dass sie das mal eben da machen, dass mein Heilzauber ja so weit gehen kann. Und naja, gut. Der war jetzt auch nicht so schwer. Trotz dieser Chaos-Scheiße, die ich gerade an den Tag gelegt habe, war der jetzt nicht so schwer. Das war ein Chaos-Angriff, ne? Eieiei. Das war alles vergessen. Ich wollte eigentlich den Golem vorweg schicken, aber das hat jetzt so auch gepasst. Hat so auch gepasst. Mit den paar Bowlern sind das nochmal 100% hier gewesen. Haben wir uns also wenigstens die Sterne hier geholt. Und sind jetzt auf 71, 28. Ich gucke mal, wie es überhaupt in der Saison aussieht hier. Wir kriegen 10 dabei. Immortalis, das ist übrigens auch ein deutscher Clan. Grüße nochmal an den einen Zuschauer, den ich habe, auf meinem Kanal. Und aber ich glaube, die bekommen die 10 diesmal nicht dabei. Die verlieren nämlich gegen Blackyard. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh, das ist noch sehr, sehr spannend. Das ist ja noch sehr, sehr spannend. Die haben noch einen Angriff offen. Okay, mit 71, aber wir kriegen 10 dabei. Mal sehen, wir sind noch oben gut dabei. Müssen jetzt gegen Blackyard spielen. Blackhand spielen. Gegen Potatoes haben wir ja leider die zweite Runde verloren. Da sah es so ähnlich aus wie hier. Also hier waren die Rathäuser denn schon so ein bisschen auf unserer Seite, vor allem im unteren Bereich. Hier dreiern wir nie so viel. Das war in dem anderen genau andersrum. Da haben wir halt unten viel, viel Neuner und der Gegner hat halt fast nur Zehner gehabt. Und die haben es auch gut gemacht hier. Die haben das gut gemacht. Die haben nämlich mal eben oder sehr, sehr viel mit ihren Elfern unsere Zehner und teilweise auch unsere Neuner gemacht. Das war gar nicht mal schlecht. Dafür sind die anderen etwas hochgerückt. So hätte ich das hier eigentlich gerne auch, aber viele sind dann nicht so gut. Ich ja auch nie, wo man dann sagen kann, pass mal auf, ihr Zehner, macht mal bitte 2 Sterne auf die Elfer. Safe. Und wir Elfer dreiern dafür schön die Zehner unten, die unsere Neuner nicht packen und so weiter, sodass wir möglichst auf viele, viele 3 Sterne kommen. Ist aber sehr schwer in so einem Community-Clan zu kommunizieren und auch dann zu praktizieren. Ich denke mal, in so Stammclans ist das etwas einfacher zu machen. Aber mal sehen, wir schlagen uns hier ganz gut. Und ja, manchmal, ihr habt es ja schon gesehen, manchmal zweifle ich dann auch, beziehungsweise habe ich ja eben schon gesagt, pranke ich mal ein bisschen rum. Ich pranke euch, nee, ich blende euch mal ein so ein Prank da ein. Da ist es. Da zweifle ich dann manchmal an die Altersangabe meiner Zuschauer, muss ich sagen, obwohl ich schon mit ihm gequatscht habe. Natürlich gratuliere ich jemanden hier zum Geburtstag, irgendwie mitten in der Nacht, der dann so eine Frage stellt. Ich habe ihm auch im Kick ein Happy Birthday to you gewünscht. Also so ist es ja nun nicht. Bin ja nicht ganz der Unfreundliche. Er kam dann nur nicht in den Clan rein, weil der Clan ja geschlossen war. Aber irgendjemand hat ihn dann eingeladen. Das wusste ich auch, dass das wieder passiert. Also ein bisschen rumpränken. Muss ihm auch mal sein. Da bin ich dann auch nicht mehr erwachsen, sondern da spiele ich dann auch wieder so ein bisschen den kindlichen Thorsten, wo ich dann sage, klar kriegst du ein Geschenk mitten in der Nacht um 3 Uhr. Kick mit einem netten Spruch. Er ist ja wieder drin, er ist wieder dabei. Setzt jetzt einen Clan Krieg aus. Dafür habe ich jetzt den Chefkoch mal drin und dann sehen wir uns, denke ich mal, in dieser Woche noch mit ein paar weiteren Folgen von mir, Clash of Clans. Bis dahin, euer Toto.